So. Was wäre denn das nächste Quest? Ritter zu Diensten, gewinnt das große Turnier. Oder Hexerauftrag, die Monster auf Tufo. Geh zum Tufo-Weinberg und sprich mit dem Auftraggeber. Das ist Stufe 48, da könnte irgendwas abfallen. Was gar nicht mal so schlecht ist für uns. Vom Gesamtwert. Weil die Quests, die wir bis jetzt gemacht haben, waren ja eher Quests, die Pi mal Daumen zu einfach waren. Mein Rücken. Ich versuche gerade zu sitzen heute. Weil in letzter Zeit wirklich wieder mit dem Rücken so am Rumhantieren bin. Mir wurde auch heute sehr freundlicherweise, das Witzigste ist eigentlich, ich arbeite ja Teilzeit und dann kommt halt noch die Stelle dazu, beziehungsweise ich unterstütze noch meinen Onkel in seiner Firma auf 400-Euro-Basis und ich bin eigentlich nur unterwegs. Ich bin nur unterwegs. Normalerweise habe ich 4 Tage die Woche, die ich komplett in YouTube investieren kann. Von morgens 8 Uhr bis abends, also den Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag. Ich glaube, ich habe was gehört. Und eigentlich den Freitag zur Hälfte auch. Und ich bin an den Tagen nur unterwegs und ich kriege die Krise. Hallo da drüben, komm doch mal her. Erst bei Licht, ich will dich sehen. Mein Bruder hat mir ein Schwert geschenkt. Ich habe Gnade. Ja, was gibt's denn? Wozu ruft man wohl einen Hexer, hm? Um den neuesten Hofdratsch zu erfahren? Ich habe ein Monsterproblem. Ah, du hast den Auftrag ausgehängt? Dann spuck's aus. Was ist Sache? Na, na, na. Zunächst, werter Hexer, gilt es, die Grundregeln zu etablieren. Angesichts der stattlichen Diskrepanz unseres jeweiligen sozialen Status muss ich dich ob deines vertraulichen Tonfalls tadeln. Ich erwarte Hochachtung. Ich erwarte, dass du mich mit Herr ansprichst. Oder noch besser als Monsieur de Bourbeau. Ich bin mal diplomatisch. Gut, Monsieur de Bourbeau. Der Name wird auf der letzten Silbe betont. Bourbeau. Ach so? Ich will was anderes betonen. Erzähl mir jetzt, worum es geht, Monsieur. Sonst überlege ich es mir und verschwinde. Ah, Nordlinge und Manieren. Nun gut, bringen wir es hinter uns. Irgendetwas hat mein Weingut befallen. Hm, klarer Fall für mein Irgendetwas-Öl. Bitte, wie meinen? Ich brauche mehr Informationen. Wo wurde dieses Irgendetwas gesehen? Gibt es Zeugen? Leichen zu untersuchen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Niemand hat die Bestie gesehen. Wir hören nur so ein seltsames Kratzen und Kreischen. Es gibt auch keine Leichen. Die Leute verschwinden einfach spurlos. Diese Geräusche, wo kommen die her? Tja, von überall her. Aber im Weinkeller hört man sie am deutlichsten. Dann dürfte das Monster unterirdisch hausen. Hm. Wann ist es am lautesten? Nachts. Wie vor Jahren, als die Häuser bebten. Darum wollte sich auch ein Experte kümmern, aber der verschwand auf Nimmerwiedersehen. Wer ist denn verschwunden, wenn ich fragen darf? Zuletzt irgendein Knecht, glaube ich. Und erinnerst du dich trotz der stattlichen Diskrepanz eures jeweiligen sozialen Status vielleicht an seinen Namen, Monsieur? Nein, da musst du meine Frau fragen. Die ist mit den Hausgehilfen besser bekannt. Leider ist sie gerade auf Besuch bei ihrer Mutter, aber sie müsste bald zurückkehren. Tja, das reicht ja dann wohl mit den Fragen. Nun sag mir, ob du den Auftrag annimmst oder nicht. Eigentlich weiß ich gar nichts. Na schön, ich übernehme. Muss mich erstmal hier umsehen. Und dann mit Madame de Bourbeau sprechen. Bobo. Wunderbar. Ich werde dich umgehend über ihre Rückkehr unterrichten. Hier ist unterdessen der Kellerschlüssel. Doch bitte, was immer du tust, bleib von den Weinfässern weg. Ich klau dir jeden Wein, der nicht nied- und nagelfest ist in deinem Keller. Weil du mit mir redest wie mit einem Vollidioten. Bobo. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Es ist so leise. Das Monster ist wohl nachtaktiv. Ich muss warten, bis es dunkel ist.
Arbeitspanne. In den letzten Wochen war ich gezwungen, 3 Arbeiter zu Aufräumarbeiten nach den seltsamen Erdstößen abzubestellen, was die Arbeit in den Weinbergen wiederum sehr verlangsamt hat. Sophie bleibt nach wie vor in Gefangenschaft und kann einige Zeit lang nicht arbeiten. Und später wird sie durch das Kind nur eingeschränkt einsatzbereit sein. Jean-Luc ist heute nicht mal zur Arbeit erschienen, ohne Vorwarnung und Entschuldigung. Wenn er wieder auftaucht, werde ich ein ernsthaftes Wort mit ihm reden. Er wird wahrscheinlich nicht mehr auftauchen. Bestandsübersichten. Das sieht aber schon ein bisschen so aus, als wenn es da lang gehen würde. Aber dann warten wir halt, bis Nacht ist. Es ist Mitternacht besser. Ach, guck mal. Dann wollen wir uns mal umsehen. Kaputte Teller. Irgendwie sind die vom Regal geflogen. Oder sie wurden runtergeworfen. Was zum... Dunkel, ich sehe nichts. So besser. Ich befürchte eklig Krabbelndes. Scheiße. Ob ich die Mistviecher hasse. Weißer Honig, wo bist du? Ich brauche dich jetzt. Und ja, ich habe wieder vergessen, einen Trank zu benutzen, aber ist auch egal. Thank you.
Okay. Die waren anscheinend aber nicht der Auslöser. Für die Erdbeben, die sind einfach nur hier. Hier läuft normal so ein riesiger Wurm lang. Du bist an die Wurmgruppe von Diablo 3. Da kann man ja auch nie vernünftig vorwärts an den Gegnern vorbei früher. Ja, Geralt, verbrenn dich selbst bitte. Die KI scheint aber auch so gewisse Probleme damit zu haben. Ich spekuliere mal, ich sehe jetzt gleich das Hauptvieh. Deshalb fülle ich lieber nochmal meine Tränke auf und nehme dann direkt wieder den Katzentrank. Und trage mal Insektenöl auf. Hier müsste ich durchbrechen können. Verdammt, es entkommt. Es wird doch nur ein riesiger Mehlwurm sein. Zeig mir, was du zu bieten hast. Zu viel. Von mir. Ich kann Feuer machen. Boah. Jetzt kriege ich ein Problem. Ah, und ich ziehe die Kopfhörer aus mit meinem Fuß.
Jetzt nur noch du und ich. Das wird ja immer spannender. Ja, vor allem, das war der immer noch nicht. Dass ich das Vieh, was dafür verantwortlich ist. Kikimora-Eier. Ich muss sie zerstören, bevor sie schlüpfen und durch die Weinberge ziehen. Verdammt, die könnten jeden Moment schlüpfen. Das war keine Kikimora. Diese Tunnel müssen von größeren Wesen gegraben worden sein. Mit schweren, breiten Klauen. Kaputte Kikimora-Eier. Da hat sich jemand satt gefressen. Der jemand da vorne zum Beispiel? Langsam wird es sich lohnen, die Katzenaugen sogar mal wirklich in die Stellauswahl reinzumachen. Das letzte. Wasser sprudelt. Ein unterirdischer Bachlauf? Das Monster, das ich suche, lebt unterirdisch, gräbt Tunnel und frisst Kikimoras. Und es ist sehr, sehr groß. Hier erfahre ich nichts mehr. Ich sollte wieder nach oben gehen. Das Kikimoras frisst, ist halt schon ein bisschen. Nur Farbe, kein Färbemittel-Rezept. Dabei sieht das so aus, als wenn man hier durch könnte. Ach, guck mal. Die Frau ist nach Hause gekommen. Oh, yeah. Was soll denn das bedeuten? Ich bezahle dich fürs Monster töten, nicht dafür, dass du mein Eigentum demolierst. Dein Eigentum fällt von selbst in Stücke, so untertunnelt, wie es ist. Ich würde die Tunnel lieber auffüllen, bevor das Haus einstürzt. Tunnel? Putz mir einer die Perücke. Wie sind die denn dahin gekommen? Sie wurden gegraben, und zwar von großen Kreaturen. Ein paar Kikimoras habe ich auch getötet und ihre Eier zerstört. Lassen wir es als kleinen Gefallen durchgehen. Kostet nicht viel. Kikimora-Eier? Ja, natürlich. Gut gemacht. Das soll entlohnt werden. Madame de Bourbeau, nehme ich an? Ich wüsste gerne mehr über den verschwundenen Knecht. Jean-Luc? Tja, also, wir wollten die heurigen Setzlinge inspizieren, weil sie angefressen wurden. Dann hörten wir diese eigenartigen Geräusche. Jean-Luc ging rekognoszieren und kehrte nicht wieder. Madame, könntest du mir Jean-Luc beschreiben? Groß, ausgesprochen gut gebaut, rabenschwarzes Haar. Nimm dich bitte zusammen, meine Liebe. Bauern sind immer gut gebaut. Schließlich arbeiten sie den ganzen Tag auf dem Feld. Er will von Narben, Geburtsmalen und derlei wissen.
Nein, aber er trug einen Anhänger um den Hals. Aus Silber. Silberschmuck? An einem Knecht? Das war wohl ein Geschenk. Das hat er jedenfalls gesagt. Von ihr wahrscheinlich. Oh, das ist besser als nichts. Was säumst du hier dann noch? An die Arbeit. Vielleicht können wir die Tunnel zu einer Erweiterung des Kellers nutzen. Oh, wie ich sowas schon höre, ne?